Da bin ich wieder. Oh ja, jetzt wird es interessant. This one took a lot longer than all the others for Coda to make. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this. And it's not like it's particularly complex, so I remember I found that a little strange at the time. Also für dieses Spiel hat er 4 Monate gebraucht. Das war doppelt so lang wie für alle anderen. So, also davor ging es ja auch schon mal ein bisschen um Vorlesung und das, was man verbirgt. Hallo Bühne. Mir wird etwas mulmig. Hopp. So, die Vorstellung beginnt. Auf die Plätze, bitte. In dieser Spielszene spielst du mich. Du bist mit Kollegen zusammen. Am Anfang lehnst du einfach an diese Wand. Ups. Ich soll, glaube ich, in die Richtung lehnen. Gut, bleib genauso. Die Frau hier drüben in diesem Stuhl ist professionelle Tierfotografin. Dein Traum ist es, Tiere professionell zu fotografieren. Jetzt hast du die Chance, von ihr zu lernen, etwas zu tun, um deinen Wunsch wahr werden zu lassen. Los, sprich sie an. Hallo. Oder? Tut mir leid, ich muss jetzt los, oder? Wo ist die Toilette? Nein, ich frage nicht nach der Toilette. Ich sag einfach ganz langweilig Hallo. Weise, glücklich. Hallo? Ist das alles? Das ist kein Gespräch. Du musst ein Gespräch mit ihr führen, ein Mensch sein. Versuche es nochmal. Also auf ihrem Kopf steht konzentriert, erfolgreich, weise, glücklich. Ich habe gerade total Angst. Ich mag dich. Hier sind alle meine Träume und Hoffnungen. Na toll. Wenn es die erste Begegnung sind, sind alle drei Antworten sehr unglücklich. Oh, naja. Wenn er so nervös ist, mit ihr zu sprechen, sagen wir vielleicht einfach mal die Wahrheit. Ich habe gerade total Angst. Nein, 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 das habe ich nicht zu ihr gesagt. Du triffst den Ton des Gesprächs kein bisschen. Ich war zurückhaltend, aber ich wusste, was ich wollte. Ich hatte Selbstvertrauen. Es war nur dieser eine Moment, aber ich hatte Selbstvertrauen. Vielleicht brauchst du ein besseres Gefühl für die Situation. Um uns herum waren viele Leute. Ich gebe dir ein paar Requisiten. Diese Dinge hier stehen für die Menschen um uns herum. Das macht es jetzt nicht wirklich besser. Sprich jetzt wieder mit ihr. Das war bestimmt harte Arbeit, dorthin zu kommen, wo du jetzt bist. Du hast bestimmt gelernt, mit Schmerzen umzugehen. Welche Opfer musstest du bringen? Die eins finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Du vergeigst es wieder total. Wenn du so schnell persönlich wirst, läuft sie doch davon. Verstehst du nicht, wie wichtig das für mich war? So eine Chance bekomme ich nie wieder. Alles hing davon ab. Lass mich mal was probieren. Geh ein Stück zurück von der Bühne. Okay. Wie weit? Ui. So. Das fand ich jetzt beim ersten Mal tatsächlich etwas beängstigend. Ein ewig langer Gang und ich entferne mich immer weiter vom Licht, ohne die Möglichkeit dahin zurückzukommen. Okay, ja, so passt es. The game so ends hat es with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. But what can you do? After this, Coda went off and took another 5 months to make a new game. Das ist ein 5-Monate-Spiel, guckt man später an. Aber jetzt hat sich das Ganze ja schon mal etwas geändert. Bis gleich.